Steuern nicht mehr. Zu dir irgendwie. Okay. Silvester. Ihr habt eure Position preisgegeben. Ich wusste es. Ihr Idioten. Wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Bogenschützen! Ernsthaft? Nordex! Na gut. Noch ein Einhiebjahr! Links! Scoundrel! Achtung! Hinter dir! Mann! Komm rein! Hinter dir! Scoundrel! Der Letzte! Ich hoffe, das reißt ein Loch in Odins Armee. Zumindest fürs Erste. Ich glaube nicht, dass Asgard bald die Soldaten ausgehen. Glaube ich auch nicht. Ach so. Bereit, den Mond an seinen Platz zu bringen? Na gut, ja, das klingt wirklich seltsam. Hey, schnell, Jen kommt! Los! Doppelter Hinterhalt? Das habe ich nicht kommen sehen. Scarver! Schön vorsichtig, es ist Bifrei. Schon wieder weg. Schnell, wir müssen rüber. Da. Ich will den Wasserfall rauf. Noch da oben. Noch ein Hinterhalt. Alle guten Dinge sind drei. Sie sind nicht schlau. Ja, und dann wäre da das. Weißt du, was wir hier gerade tun? All das, es läuft fast genauso ab, wie wir es in Sköld und Hattis Schrein sahen. Die Wölfe sind zurück in Vanaheim. Wir retten den Mond. Ja, ich erinnere mich an die Prophezeiung. Und beunruhigt dich das nicht? Wenn alles, was wir jetzt tun, im Jötnar-Schrein passiert ist. Denk an unsere Abmachung. Die Prophezeiung bestimmt nicht unsere Taten. Ja. Unsere Verbündeten brauchen Hilfe. Darauf konzentrieren wir uns. Ja. Wow, was ist das? Sie ist ein Dieb. Fiese Bestie, seid vorsichtig. Linke Seite, Achtung! Hinter dir! Alpha,
Karriere und schlag zu, Bruder! Alles klar. Ah. Sie ist kalt, ist sie. Sie ist aus Helheim. Heimdall muss sie geschnappt haben, als ich Garm befreite. Ich war dort, aber ich wusste nicht. Und jetzt kämpfst du, um den Schaden gut zu machen. Schuldgefühle helfen nichts. Ja, nein, du hast recht. Hierdurch können wir zurück zum Bau. Sie werden uns folgen. Pass gut auf. Vater, warum bist du so sicher, dass wir überhaupt eine Wahl haben, was wir tun? Zweifel können wir uns nicht leisten. Er hat was von Zweifeln gesagt. Bisher haben wir alles getan, was die Riesen gesagt haben. Wir treffen eigene Entscheidungen. Nichts zwingt uns. Einherjar, links von dir! Aber was, wenn wir durch all unsere Taten direkt in Ragnarök reinlaufen? Gibt es keine Möglichkeit, das Schicksal abzuwenden? Dein Schicksal? Wenn wir nicht verhindern, dass... Würdest du den Wölfen den Rücken zukehren? In dieser Welt? Denk an unsere Abmachung. Der Junge hat ein paar gute Argumente. Solange Atreus lebt, sei's drum. Die Wölfe sind weg. Oder die werden wach jetzt. Ah. Das muss klappen. Was ist das? Oh, das sieht so cool aus. Genau wie in ihrem Schrein. Wenn ich das tue... Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Elta! So ein Quatsch, ne? Gute Wahl, Junge. Sie haben ein Geschenk für uns. Damit können wir sie jederzeit rufen.
Weißt du noch, der Altar, den wir gesehen haben? Ich glaube, da sollen wir das benutzen. Vielleicht weiß Freya Rat. Im Prinzip haben sie uns also die Schlüssel zur Nacht gegeben. Das kann sich doch sehen lassen. Wir sollten zu Hildi Sweeney und ihm von all dem erzählen, ja? Ja. Zurück ins Lager. Skalver! Achtung! Hinter dir! Ja, immer noch sehr, sehr Igros. Gefällt mir jetzt nicht mehr so. Das war nicht derselbe wie vorhin, oder? Nein. Sie kommen schnell zurück, aber nicht so schnell. Was hast du in Asgard noch von Odins Armee gesehen? Also, all die Einherjar, die wir bekämpft haben, die sind schon einmal im Kampf gefallen. Wir töten sie hier und sie wachen in Valhalla wieder auf. Sie sterben nie wirklich. Wenn der Krieg kommt, sollten wir auch eine endlose Armee toter Soldaten haben. Du meinst Helheims Armee? Wie in der Prophezeiung. Dazu wird es nicht kommen. Zwei davon? Skalver! Komm schon, Kratos, hoch mit dir! Ja, weiß ich nicht, ne? Also ich habe das Spiel auf Mittel. Ausgeglichenes Erlebnis. Hier one-shot mich einfach. Also ich erkenne das ausgeglichene Erlebnis. Erkenne ich. Das ist einfach dumm. Wirklich. Also was hat das mit ausgeglichen einfach zu tun? Boah, ich mach das auf Standard, da habe ich keinen Bock drauf, wisst ihr? Einfach kein Verständnis dazu. Also ausgeglichen ist heißt nicht einfach gewonshottet werden, ne? Oh!
Ziel erledigt! Scalpel! Hey. Sie mögen wohl Igros. Also, melden wir uns bei Hildi Sveni zurück. Und dann? Wir sind hier, um Freya zu helfen. Wir gehen nicht zurück, ohne ihren Bruder und den Lichtab zu retten. Na gut, aber Odin wird schon weiter nach Maskenteilen suchen. Das ist sein Problem, nicht unseres. Klar, aber wenn diese Maske alle Antworten hat... Dann hat sie sicherlich ihren Preis. Vorsichtig mit Abkürzungen zum Wissen. Ja, Vater. Wollen uns alle Pflanzen hier töten? Nein, nein. Nur die Fleischfressenden. Wer ist das? Ah, die runzlige Visage gehört Helka. Sie ist eine Bloodhunder. Die sind für ihre präzisen Spürfähigkeiten bekannt. Du wirst sie mögen. Okay. Kratos, Atreus, die Sonnenfinsternis war euer Werk, ja? Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Baylor hat den Sprengstoff vorbereitet. Wenn ihr mitkommt, können wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ein Gestaltwandler könnte mir helfen. Geh mit ihm, Atreus. Ich helfe Freya. Jawohl. Der Zünder braucht nur 30 Herzschläge. Das reicht aus. Sobald ihr das Signal seht, seid ihr rückwärts. Komm, Kratos. Wir sollten aufbrechen. Oh, hey! Ist das dein Kleiner? Süßes Kerlchen. Psst! Du hättest ihn vor ein paar Wintern sehen sollen. Er ist nicht mal mehr auf Augenhöhe. Ach, sei still! Na schön. Die Wölfe gaben uns ein Zepter. Damit können wir sie rufen, wenn nötig. Gut, das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherjar halten Freya im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Pikvir sagt, die Altäre dienten einst als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Wie ist der Plan? Wenn wir den Tempel erreichen, feuere ich das Signal. Es alarmiert Baylor und Pyrgir, um die Ablenkung zu starten. Der Dunkelalbstock. Schön, einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von hinten angreifen. Während Atreus und Hildisvini reinschleichen und einen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, formieren wir uns am Fluss und fliehen auf Freyres Boot. Es weicht jedem Angriff aus! Freya wird in einem Gefängnis im Norden festgehalten.
Folge Freya! Okay. Komm schon, Bruder! Hier helfen Pfeile! Ach ja. Ja, die Grafik ist wirklich, wirklich frech. Frech, gut. Haben mehr Soldaten als beim letzten Mal. Wir sind bedeutend im Nachteil. Wow. Der Nicker heilt seine Freunde, Bruder. Hinter dir, Kratos! Ja, da oben war doch so ein Ritual oder so, ne? Versuch mit dem Zepter ein paar Mal über die Schale zu streichen. Komm, wir liegen gut in der Zeit. Unsere Taten in dieser Welt folgen der Prophezeiung der Riesen. Atreus glaubt, Ragnarök ist unvermeidlich. Die Nornen waren recht deutlich, was die Prophezeiung angeht. Sie sagten, unsere Entscheidungen seien vorhersehbar. Aber wir haben uns geändert. Vorsicht, Link!
Die Nornen sagten, du würdest Heimdall töten. Doch du bist diesen Weg nicht gegangen. Damals, als wir uns kennenlernten, wäre es wohl anders gewesen. Und du? Trachtest du noch nach Ragnarök? Odin hat viel zu verantworten. Wenn Groas Prophezeiung stimmt, findet meine Welt vielleicht endlich Frieden. Vielleicht finde ich Frieden. Verzeiht einem Kopf an einem Gürtel, aber sagten wir nicht gerade, dass Prophezeiungen reiner Unsinn sind? Herr Jemimir. Was? Der nervigste Mann der Welt. Hier lang. Okay. Ah. Ah, arme Nidhoggr. Sie waren zum Weg. Ja, das stimmt wohl. Trotzdem seltsam. Was hat sie hier gemacht? Odin nutzte Wurzeln des Weltenbaums als Teil seines Zaubers, der mich in Midgard festhielt. Nidhoggr beschützt diese Wurzeln, wo immer sie sind. Ja. Verstehe. Odin hat sie benutzt. Und sie musste dafür bezahlen. Typisch Odin. Mach einfach mehr Lärm, wenn der Angriff beginnt. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildisvini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und rauszukommen. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Hier ist es. Hinter diesen Ranken steht ein Altar. Ach so. Ruf jetzt bitte Skull. 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 Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder weg. Steuern nicht mehr. Zu dir irgendwie. Okay. Silvester. Ihr habt eure Position preisgegeben. Ich wusste es. Ihr Idioten. Wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Etwas her? Heimdall. Und du musst der Vater des kleinen Halbbluts sein. Glückstag! Du musst einiges erklären, Herzchen. Du auch, Verräter. Lieber Verräter als Odins Schoßhund. Geh. Das muss ich tun. Ich kann helfen. Ich weiß. Aber du wirst woanders gebraucht. Er hat recht, weißt du. Brutzel sah nicht so gut aus, als ich ihn zuletzt sah. Ich weiß, du willst das nicht. Aber wir wissen, wie das endet. Dann bis bald. Oh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Aber keine Angst, Frick. Ich werde dich und deinen Bruder holen, sobald ich fertig bin, hier. Zeig. Was hast du drauf?
Was hat Hyltofür dir je getan? Ehrlich gesagt, ich bin enttäuscht. Oh, so aggressiv, so zornig. Amüsieren wir uns schon? Ah, gut, wir beide also. Ah. Ibizar! Aber keine Chance gegen Bifrost. Oh, halt! Du dachtest, der Stock verschafft dir einen Vorteil? Der Typ nervt mich. Und? Ich rate köstlich. Der Spross der Asen mit dem Stock eines alten Knackers besiegt. Wirf deinen Speer los! Hoffen wir, dass die Rettung besser läuft als dieser Kampf. Schöner Stock. Was zum... Ich spüre, wie frustriert du bist. Das ist unglaublich befriedigend. Was jetzt, Bruder? Der Speer bleibt unsere beste Chance. Hey, Vorsicht! Die Armschienen sind neu. Dass dein Sohn wie eine Gans klingt, wenn er verletzt wird? Nein! Nein! Bei den Göttern! Oh, der Typ nervt mich. So vorhersehbar! Getroffen. Ha, langsam. Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal jemand getroffen hat. Du schlägst zu wie eine alte Kuh. Na bitte. Eine Rüstung für einen Gott. Na los. Du kannst es doch! Warte nur auf den richtigen Moment! Und du glaubst, du bringst Asgard zu Fall? Wirklich? Langsam! Glück! Mehr ist das nicht! Na schön, halt! Halt! Was geht vor sich in diesem leeren Schädling? Oh nein, 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 nein. Du willst mich verschonen.
Aus Mitleid? Lass gut sein und du lebst. Geht's hier um den kleinen Bengel? Oh, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall ausweichen. Ja, selber schuld. Das ist deine letzte Warnung. Eine Warnung wird wohl nicht reichen. Meinst du, du könntest einfach weggehen? Nein. So wird das hier nicht laufen. Du entscheidest nicht über mein Schicksal! Du bist tot, Sonnenschein. Du hast deinen Mund viel zu voll genommen. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Wächter der Asen, der Herold von Ragnarök. Ich werde deinen kleinen Mischling finden und ihn zu Brei schlagen. Ich bin dran. Nur einer von uns beiden überlebt das hier. Und das wirst auf keinen Fall du sein. War es bloß nicht, mich zu verschonen. Bruder! Bruder! Das ist nicht, wer du sein willst! Monster! Er wollte das so, ne? Meine Güte. Kratos, das war... Ich weiß nicht, ob wir das Schicksal brechen oder das Schicksal uns. Oha, ich glaube, Thor und Odin sind jetzt sauer, ne? Wenn man so überlegt. Ich habe einfach... Oh, wie heißt der? Heimdall. Hey, Hilfe! Wenigstens die Rettung läuft gut. Yeah!
Wir halten das nicht ewig durch. Ich habe eine Idee. Versuch's. Nein, bleib da! Wir finden eine Lösung! Ich trage ihn. Was? Nein, ich schaff das. Tust du nicht. Au, au, au! Langsam! Zu mir! Mir nach! Wir haben hier Gesellschaft. Oh nein. Na gut. Bogenschützen! Ernsthaft? Na gut. Hey, ich bin Atreus. Geht's dir gut? Hallo? Nein. Halt durch! Na gut. Bist du fast da, oder? Rechte Seite! Weiter, vorwärts! Wir sind fast am Fluss! Oh, ein Glück. Ich muss gleich kotzen. Wo ist das Boot? Wirf das in den Fluss. Beeilung! Das hält sie nicht lange auf. Ja, natürlich. Skidbladnir. Freyrs Boot. Sie sammeln sich. Wir sollten los. Alter, was ist das denn für ein Krieger? Der hat ja ein geiles Schwert. Okay. Ein Lichtalben. Jetzt passiert was. Oh, das ist übel. Festhalten! Ihr hättet euch mal sehen sollen. Ganz ruhig. Es fliegt. Wir fliegen. Damit hatte ich gerechnet. Wir haben Gäste!
ist noch einer! Ich wusste, dass es zu gut lief. Etwas Hilfe? Sie sind zu schnell! Achtung! Ich kann keinen anvisieren. Hinter dir! Der hier, Fee. Er wird uns gleich wieder angreifen. Der hier, Fremder. Wir gehen. Der hier ist ja aufreizamer. Ich weiß, erinnert all die, der hier. Dummer von Dautonwerb. Birgir, nein! Für Wanderheim! Nein! Endlich mal sitzen, ne? Verdammt, Birgir! Ach, komm schon. Glaubst du wirklich, das ist Birgirs Ende? Glaubst du, er hat das überlebt? Er sitzt da unten und macht sich die Fingernägel mit den Federn der Bestie sauber. Du wirst sehen, es... Ja, es muss so sein. Wir sind fast da, Ingvi. Halte nur noch ein bisschen durch. Ich schätze, im Moment habe ich keine Wahl. Lunda, wir brauchen Stoff und kochendes Wasser. Rotwurzel und... Gartenschaumkraut, ja, ich weiß. Glaubst du, ich hätte nie eine Blutung gestillt? Nun mach dir mal keine Sorgen, Mann. Ich hab deine Sachen nicht angefasst, während du gefoltert wurdest. Verdammt, Lunda! Sachte! Wieso maulst du mich an? Ich hab dich nicht abgestochen wie ein Schwein. Nichts für ungut. Freya, würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still. Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Meine anderen Kräuter sind da. Solange beschützen wir die Welt. Mit 4 Leuten. Vanaheim ist in guten Händen. Feier in Sindris Haus, ja? Wo immer das ist. Dein Boot. Nein, dein Boot. Nur zu, nimm es. Segle empor, sonn dich ein wenig auf dem Bug. Du könntest es vertragen. Mach einen Warngott stolz. Er gab dir sein Boot? Toll. Er ließ mir keine Wahl. Weil es notwendig war. Nicht, weil es geschrieben steht. Laut der Prophezeiung läutet das Gjallarhorn Ragnarök ein. Was auch immer es macht. Ich habe in Odins Bibliothek davon gelesen. Es soll... Atreus, das besprechen wir unter uns. Er hat mich beim Schlafen bewacht. Was heißt das? Das ist ein Schwein. Etwas. Könnte wichtig sein. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Spuren. Helgas.
Wo führst du uns hin? Also, was machen wir jetzt? Wir müssen nicht sofort nach Hause, oder? Sieh mal! Spuren von unserer Superspürnase. Wir sind auf dem richtigen Weg. Helka, wir sind hier. Wir sollten ihr folgen. Mehr Pfotenabdrücke. Das kleine Sabbermaul ist unermüdlich. Mehr Spuren von Helka. Ich muss sagen, ihre Spürnase für die Jagd ist so gut wie deine. Ihre ist besser. Die Augen können lügen, die Nase nicht. Wünschst du dir jetzt, dich ab und zu in ein Tier verwandeln zu können? Nein. Und schon ist sie weg. Alter, wo geht die ganz hin? Wir sind Helka auf der Spur. Hä? Da sind die Fußspuren. Das Signal, das muss Pyrgir sein. Sie will, dass wir ihn retten. Oha. Ja, alles klar. Wie konnte Pyrgir einen solchen Sturz überleben? Vielleicht durch Magie. Fragen wir ihn, wenn wir ihn aus seiner misslichen Lage befreit haben. Von hier oben sollte Pyrgir leicht zu finden sein. Warum fürchten sich alle vor diesem Ort? Wo wir beim Thema sind. Drache! Atreus. Atreus! Mir geht's gut. Und dir? Ja. Er schien wütend zu sein. Was hat das wohl zu bedeuten? Dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wo sind wir überhaupt? Sieht aus wie die Ruinen einer einst florierenden Vanir-Siedlung. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ein Grund mehr, hier rauszufinden. Ach so. Das Signal. Pyrgir lebt. Nicht mehr lange, wenn der Drache seinen Willen bekommt. Wird er nicht. Seht ihr, was ich sehe? Ein Blitzschlag. Nur das... Vorlust? So wie der in meinem Kampf mit Thor. Aber warum ist genau so einer hier in Vanaheim? Der Drache ist zurück und er ist wütend. Oh, wie Schmeichler. Oh,
davon. Angriffs- und Rückzugstaktiken. Schlau. Es gefällt ihm nicht, dass wir hier sind. Das Fuchs sieht komisch aus. Das arme Tier, Alter. Kein Krater, als sie hier leben. Irgendetwas ist passiert. Was? Eine Explosion? Muss riesig gewesen sein. Ich sehe ein Altar da oben. Wenn wir hinkommen, können wir die Tageszeit ändern. Aua. Normalerweise gibt es immer drei Schwachstellen. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine. Noch eine. Eins. Zwei. Das nenne ich interessant. Was ist das? Ich habe keinen Schimmer. Deshalb ja mein Interesse. Aber Kristalle sind wertvoll. Vielleicht finden wir eine Verwendung. Hoffe ich mal, ne? Seder.